Freunde, es hat ja so manchen Blick heute zurückgegeben, aber ich finde, wir müssen auch ein Stück nach vorne gucken. Denn dieses Land, das ist nicht mehr das Gleiche wie vor dem 24. September. Wir sind in einer neuen, ich will fast sagen, dramatischen Lage. In dieser neuen Lage ist es nicht so, dass CDU und Grüne sich programmatisch näher gekommen sind. Nach wie vor steht Frau Merkel auf einer Austeritätspolitik für Europa. Und Agnieszka hat heftig ringen müssen, ihr den Exportstopp für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien abzuringen. Es war unendlich zäh, die eigenen Versprechungen beim Klimaschutz umzusetzen. Aber es gab am Anfang dieser Jamaika-Verhandlungen einen Grundkonsens, und der lautete: Keiner dieser Parteien hatte sich diese Koalition ausgesucht. Und sie haben sich dann darauf eingelassen, weil Jamaika erschien als der einzige Weg zu einer Mehrheit jenseits der AfD. Doch dieser Konsens, und das ist das Entscheidende aus diesen Verhandlungen, dieser Konsens hat sich nicht als tragfähig erwiesen. Dieser Konsens wird und wurde von der FDP nicht geteilt. Wenn man sich die Frage stellt, warum die FDP vom Jamaika-Dampfer abgesprungen ist, obwohl sie die Vorratsdatenspeicherung beenden konnte, obwohl sie 10 Milliarden für digitale Infrastruktur bekommen hätte, obwohl sie den kompletten Soli abgeschafft hätte, dann hat das damit zu tun, dass diese Haltung "Nichts ist toter als ein erfüllter Wunsch" darauf deutete, dass sie ein ganz anderes Politikkonzept hat. Die FDP von heute ist nicht mehr die FDP der Westerwelles und Brüderles. Die FDP von heute, sie will nicht gestalten. Die FDP von heute, die Liste Christian Lindner, ist eine rechte bürgerliche Protestpartei. Und das ist ein Problem. Sie ist noch genauso neoliberal, aber sie ist heute dezidiert europafeindlich, gegen einen europäischen Währungsfonds, gegen eine europäische Bankenunion. Die neue FDP ist flüchtlingsfeindlich. Sie will handverlesen die Menschen, die hierher kommen. Bei ihr geht handverlesene Migration statt Menschlichkeit. Und dieses Konzept ist ein Konzept, was darauf abzielt, rechts von der Union Stimmen einzusammeln. Das ist das Konzept einer Protestpartei. Das ist nicht unähnlich dem Politikkonzept von Sarah Wagenknecht. Aber wir müssen uns darüber doch im Klaren sein, dass es für eine solche Politik ein Milieu in Deutschland gibt, für eine wohlstandschauvinistische Protestpartei mit nationaler Überheblichkeit und Fremdenfeindlichkeit. Das ist kein Privileg ostdeutscher Unterprivilegierter. Das war schon bei der AfD falsch. Die besten Ergebnisse hatte die bekanntermaßen im Westen, in Bayern und in Baden-Württemberg. Aber hier geht es um was anderes. Es gibt nämlich einen neuen rechten Diskurs in den deutschen Wirtschaftseliten. Da trifft man auf Männer, die mit ihrer Lufthansa-Senator-Card, Business Class oder First Class überall in der Welt Geschäfte machen, aber über Flüchtlinge genauso denken wie Kevin aus Marzahn oder Bachmann aus Dresden. Die haben Filialen in Südeuropa, aber sie glauben, es gäbe mehr Nachfrage, wenn alle sparen würden. Ich sage euch, für die gilt die Parole "Deutschland zuerst". Und für diese rechte Elite möchte die FDP die Stimme sein. Und ich finde, das ist der Hintergrund, warum wir seit dem letzten Sonntag einen so dramatischen Schritt in Richtung österreichischer Verhältnisse getan haben. Und deswegen zum Schluss: Die neue Große Koalition, wenn sie denn kommt, wird nicht die alte sein. Die wird eingekeilt sein auf der einen Seite der rechten Seite, und das ist neu, zu zwei rechten Protestparteien. Aber auf der anderen Seite, da gibt es links der Mitte nur eine Partei,
die geschlossen für Klima und Gerechtigkeit, für Weltoffenheit, für Humanität, für Europa streitet. Da gibt es nur eine progressive linke Kraft, das sind wir Grüne. Wir wollten, regieren, um die Klimakrise zu bekämpfen, die Kohle auszusteigen. Wir wollten Familien entlasten und Kinderarmut bekämpfen. All das haben wir getan, haben uns auf schwierige Verhandlungen eingelassen. Wenn wir nun wieder in die Opposition müssen, dann nehmen wir und dann haben wir diese Herausforderung anzunehmen. Da sind wir nicht Regierung im Wartestand. Wir beanspruchen die politische Oppositionsführerschaft in diesem Lande mit den Umweltverbänden, mit den Flüchtlingsinitiativen, mit den globalisierungskritischen Initiativen. Wir wollen diese neue große Koalition sozial, ökologisch unter Druck setzen, progressiv und von links, damit dieses Deutschland nicht weiter nach rechts rutscht.